شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الحمد لله dass wieder ein neue Schwester, Alhamdulillah, letzte Woche schon drei im Islam hier gekommen. Davon auch wieder eine junge Schwester. Und Alhamdulillah, dass sie, also herzlich willkommen, unsere große Familie. Und du bist viel besser als uns alle, weil deine Seite jetzt ist ganz weiß. Deine schlechte sozusagen Tatenseite ist ganz weiß. Alles, was du vor dem Islam schlecht gemacht hast, wurde sogar zu guten Taten umgewandelt. Und nicht ein einziges kleine schlechte Tat in deinem Heft und oder in deinem Buch. Möge Allah inshallah dich befestigt, dass du diese Seite so weiter hältst, bis du Allah im Paradies inshallah triffst. Und wir inshallah machen erstmal die Bezeugung auf Deutsch und dann auf Arabisch. Inshallah, ich glaube, du kennst das schon. Aber ich sage erstmal und dann wiederholst du nach inshallah. Ich bezeuge hiermit. Ich bezeuge hiermit. So, schön. Habe ich ausgemacht. Jetzt. Ich bezeuge hiermit. Dass es kein wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt. Dass es kein wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet und Gesandter ist. Dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet und Gesandter ist. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna. Wa ashhadu anna. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, gratuliere Schwester und möge Allah inshallah dich befestigt und dass du echt besser als uns bleibst und dass du auch Schritt vor Schritt inshallah weiter auf diesem Weg gehst und die Sache, die dir so diese Kraft gegeben hat, um dein Ex-Leben zu verlassen und zum Islam ranzukommen, ist sicher nicht so einfach. Das braucht richtig viel Motivation und das hat dich nur gebracht, weil du Alhamdulillah überzeugt bist, dass das der Wahrheit-Weg ist und alles, was auf der Wahrheit ist, der Weg ist, inshallah wirst du auch annehmen und praktizieren, dass du die Pflichte zum Beispiel vom Islam praktizierst, die fünf Säulen vom Islam, dass man jeden Tag fünfmal zu beten, also das Gebet verrichtet und so weiter und so fort und dass man versucht auch alle schlechte Taten oder Sünden, die das Glauben weniger machen, inshallah so viel wie möglich zu vermeiden, um dein Herz inshallah sauber zu behalten, wie du jetzt gerade bist. Und das ist die schönste Zeit, was man haben kann, weil fast jeder von uns hat das erlebt, entweder war nicht Muslim oder zum Islam gekommen oder war ganz verloren, auch Reue gezeigt. Und in dieser Zeit fühlt man sein Herz einfach ganz sauber. Inshallah behältst du auch das so weiter, bis du inshallah ins Paradies reinkommst. Das ist so ein kleines, aber großwertiges Geschenk, die wir jeder geben, der zum Islam kommt. Erstmal so ein Kleid und Khimar. Bitte. Und das ist ein paar CDs. Das ist von Überlieferung von Hazrat Muhammad sallam, wurde geklärt. Und wie man den Fatiha richtig rezitieren kann. Weil den Fatiha richtig zu rezitieren im Gebet ist eine Pflicht. Und hier wurde also mit 8 CDs, also fast 8 Stunden, genau erklärt, wie man den Fatiha richtig rezitiert. Und das ist so ein paar CDs, die wir fast für jeder, also Tausende verteilen wir von diesen CDs, Dawa-CDs, die helfen jeder, also Muslim oder Nicht-Muslim. Das ist sehr gute Daten aus dem Imamat. Und das sind, also das ist der Koran auf Deutsch und das ist ein wissenschaftliches Buch, auch vom Koran auf Deutsch. Das ist die Biografie von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das ist, wie man richtig das Gebet verrichten soll, das Buch von Sheikh Al-Bani, rahimahullah. Und das ist Riyadus Salihin, also die Gärten der Rechtschaffenen, ja, war auch Überlieferung von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist so ein kleines Buch, Allahs Erwähnungen, was man tagtäglich ungefähr braucht. Ja. Und das war's eigentlich. Barakallahu fiqh wa jazakallahu khair. Subhanakallahu wa hamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fiqh, Schwester.